Ich habe den Typ Retrojäger 30, ja, ich habe den Typ kennengelernt auf einer Retrobörse und ich war echt positiv überrascht. Echt jetzt. Also ich feiere den Kerl, das ist wirklich ein sehr sympathischer Typ, hat auch viele Sachen, was niemand weiß, von den Sachen, die er hier hat, verschenkt. Also er hatte viele Freunde, die sich auch was weggegrabt haben, was ich persönlich sehr loyal finde. Ich feiere sowas immer, man muss teilen und so weiter und so fort. Weil das, was ihr jetzt gleich seht, ist eine krasse Geschichte. Also echt, das ist mega nice. Aber man darf diesen Kerl, auch weil er stark handelt, nicht in eine Schublade stecken. Also wie gesagt, ich war auf der Retrobörse, habe ihn getroffen und ich habe ihn nur sozusagen wegen des Videos angesprochen und habe ihn gefragt, ey, war das echt so und wie hast du dich gefühlt? Und ey, meine Perle hat geheult damals. Meine Perle hat damals wirklich geheult, als wir das Video gesehen haben. Und deswegen habe ich ihn angesprochen und dann haben wir ein bisschen gequatscht, irgendwie eine halbe Stunde und so. Ich hätte fast sein Turtles in Time gekauft. Ja, aber wir schauen mal rein. Ja. Dann durfte ich in den Kofferraum schauen, da noch einige Spiele für die PlayStation dabei waren. Ich konnte nicht mehr richtig aufnehmen, zum einen, weil ich gezittert habe und zum anderen, weil es einfach... Danach wurde ich informiert, dass im heimischen Keller noch einiges an alten Videospielen sein soll. Damn! Wie geil ist das, wenn du auf dem Flohmarkt bist, was kaufst und auf einmal sagt sie, ey, ich habe zu Hause noch ganz viel, was kein anderer sieht, guckst dir alleine an. Komm zu mir und guck's dir an. Kein Stress, kein Hunter am Rücken. Einfach alleine durch diesen Keller gehen. Heftig, oder nicht? Es wurden schnell die Nummern ausgetauscht. 2 Tage später war ich da und was ich dann da erlebt habe, hatte ich in meinen kühnsten Träumen mir nicht vorstellen können. Gib mir das Pokémon-Kristall. Das fehlt mir noch. Oh man. Oh Gott, damn. Klar, Pyro, klar. Hi, Slushy. Habe. Und dann gab es diese kleine Szene, diese kleine Aufnahme beim Kofferraum des Wagens. Ich konnte nicht vernünftig aufnehmen, weil da halt dieser Stapel an PS1-Titeln da war. Und aber in dem Moment hieß es halt, ja, wir haben noch im Keller ein paar Sachen und Ein paar Sachen. die haben Oh wir mein jetzt nicht Gott. mitgenommen, habe ich gemeint, ja. Komme ich auch gerne vorbei und hole die so ab, das ist kein Problem. Sehr lustig, auch ein kleiner Insider. Ihr kennt den Typ wahrscheinlich nicht, aber damals, als er Flohmarkt-Videos gemacht hat, das ist wirklich schon lange her, ich weiß gar nicht, ob er es noch aktiv macht, wie gesagt, ich verfolge das nicht, aber er war immer so ein Karma-Typ irgendwie, wenn ich das so sagen darf. Er hat immer gesagt, jo, kriege ich heute nicht, egal, ich ärgere mich nicht, beim nächsten Mal wird es besser, er hat den Leuten die Sachen nicht weggeschnappt und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, damals habe ich immer gesagt, Digga, das ist ein richtig cooler Typ, irgendwie hat der voll verdient, mal was Geiles zu finden. Kein Spaß, kein Spaß. Also ich habe hier den Stapel der PlayStation 1 Spiele, die ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Und eins vorweg, also erstmal habe ich hier ein bisschen Wasser für mich, weil es kann passieren, dass das Video ein bisschen länger wird, weil das wirklich eine Menge ist. Und ich habe extra Wasser genommen, damit ich nicht kollabiere, weil da so viele Sachen sind. Ich werde mal kurz rüberschwenken. Oh Mann, festhalten. Also, das sind hier 3 Riesenkartons. Mal nicht machen. Es geht jetzt wirklich schlicht und ergreifend nur darum, was ist da drin. Und ich kann euch wirklich versichern, ich habe ja schon ein paar Sachen gesehen. Es wird in meinen Augen nie wieder so ein Fund geben, was mich betrifft. Ich denke, jeder hat in seiner Sammellaufbahn irgendwo ein Erlebnis, wo wirklich der Höhepunkt an. Timmis, stell dir vor, die Party am Flohmarkt stand, wenn die alles mitgenommen hätte. Das wäre falsch gewesen, Mann. Weil das Problem ist, dass sich dann viel zu viele Leute geärgert hätten. So geht's dann ein, es hat keiner gesehen und gut ist, weißt du, ich meine, aber wenn das mehrere Leute gesehen hätten,
Ich weiß nicht, was dann passiert wäre, ey. An solchen Fundgeschichten ankommt, wo man an so einem Höhepunkt ankommt, und das ist definitiv jetzt bei mir der Fall. Ich rede jetzt wieder viel zu viel. Ich mache Wiedergabegeschwindigkeit schneller, weil time is money, Freunde. Wir haben nicht so viel Zeit. Kann ich euch empfehlen, Wiedergabegeschwindigkeit, gib ihm. Titel an. Ich bin auch in meinem Wohnzimmer, weil ich Platz brauche. Ich kann das weder im Büro noch im Spielezimmer aufnehmen, den Kram jetzt, weil das einfach wirklich eine Masse ist. Ich fange jetzt einfach an. Ziehen Sie ruhig raus, so ein bisschen. Mann, wie gern wäre ich da jetzt? Wie gern wäre ich da jetzt? Ich will der Typ auch sein. Manno. Oh. Mich würde auch interessieren, wie viel das wert ist. Guck mal zum Schluss mal. Na, nee, das sind's. Könnte sein, ne? Was sind das noch? Das sieht CDs. Müssen wir doch alles runterholen, ne? Ja, nützt nichts. Wir schauen zum Schluss mal, was das alles wert sein könnte, okay? Genau. Ich hoffe, dass die drin ist. Ja, vom Gewicht sieht's gut aus, denke ich mal. Naja, da ist auch noch. Was ich natürlich nicht gefunden habe, ich habe gesucht, wie blöd. Ja, das ist eine Anleitung und da ist diesen komplett alle drin. Mhm. Und habe hier das Netzteil nicht gefunden. Habt ihr natürlich auch noch Spiele drin? Ja, gut, das ist mit dem Netzteil, das ist, kann man ja nachkaufen. Das ich da noch dabei ist, kann auch sein. Ich habe vielleicht das hier unten stehen gehabt habe. Und Sie wissen, diese Hüllen, da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich Spiele mit drin habe. Genau. Vor allem, das ist ja Kleinkrams, das sind so ein paar Kabel, das sind so ein paar Anleitungen, das juckt ihn noch gar nicht. Er denkt sich, Mann, ich will's haben, egal was du da noch rausholt, ich habe mich schon entschieden. Da kommt noch viel mehr. Okay. Das ist für 25 Jahre Leidenschaft gefunden, haben wir gesagt, was ich da anfange. Das wissen Sie selber, ne? Das glaube ich, ja, nee, das kenne ich. Und wir waren so diese ersten. Oh. Ja. Durch die Quest, das habe ich nicht gehört, ne? Also da muss man wirklich reingucken. Was ist noch? Das ist da. Doch, ist auch, das ist nichts. Geil. Ja, das Mann, diese ganzen Big Boxen. Oh shit. Geil. Ja, meine Hoffnung ist natürlich, wir haben ja die eine Verpackung da gehabt mit dem einen Spiel. Ja. Dass wir das vielleicht noch. Kann sein, dass das nicht irgendwo finden. Aber ich sag mal so, das sind alles Sachen, die mich halt auch interessieren würden, ne? Ja, glaube ich. Und bevor ich jetzt hier alles auspacke und wegen dem einen Spieler suche, haben sich bestimmt auch Gedanken drüber gemacht, was ich dafür... Ich habe noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin Ausmaß, in dem ich noch lang gesehen habe. Ja. Okay. Jetzt geht's um den Preis. Memo, warte ab. Und das ist natürlich jetzt hier. Ah, hier ist zum Beispiel die Verpackung von dem Zelda, was ich da noch mitgenommen habe. Ja, das ist... Habt ihr gesehen, da war auch ein Zielspiel dabei? Ja. Da ist Mystic Quest zum Beispiel. Ja, das ist gehört dazu. Ja, es ist alles da, aber es ja, ist... Ja. Ach, oh Gott, das ist so. Noch ein Zelda? Das ist ein Gameboy-Ladekabel, genau. Ja, hier sind also die Sachen noch sauber, sind auch noch zu, ne? Das ist also echt. Ja. Kopfhörer sind auch noch da drin. Das ist das alte Sega-Controller. Ja. Also, wie gesagt, das ist jede. Ich habe vollkommen vergessen, warum sie das verkauft. Ich habe es vergessen. Ich nehme das auf jeden Fall. Ja. Oh, nee, das können Sie. Ja, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wo ich anfange. Wie gesagt, das ist. Jede Menge hier sind, also auch zu diesen Spielen, sind auch die ganzen Handbücher sind noch mit bei, ne? Ja, die habe ich da unten auch gesehen. Zu dem Zelt, zu den großen hier, ne? Ja. Also ich kann es nicht ganz mehr. Ich hätte aber noch mehr Smalltalk gemacht. Wenn ich es irgendwie geschafft hätte, hätte ich versucht, mit ihr zu quatschen und sie zum Lachen zu bringen und so, dass sie auch ein geiles Gefühl hat, weißt du? Also das hätte ich schon irgendwie versucht, aber wahrscheinlich war er sehr aufgeregt. Das glaube ich schon. Sagen Sie mir was. Hier ist noch ein Gameboy drin. Also okay, sagen Sie mir was, jetzt wird's spannend. Die Zustände, ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht böse erscheinen. Wenn ich man darf nicht vergessen, wenn die gegenüberliegende Person fragt oder sagt, sagen Sie doch was. Es ist egal, was er sagt, es wurde von ihm gefordert. Ja, also wir warten mal ab, was er sagt. Jetzt etwas ja, weiter, wie gesagt, sagen Sie etwas, wo Sie sich gesagt oder wo Sie sich vorstellen können, dass es etwas, womit ich leben kann. Merkt ihr aber auch, dass sie gar nicht zum Preis kommen möchte, sondern immer mehr zeigt und irgendwie auch keinen Bock hat, jetzt irgendwie was zu sagen? Wie gesagt, wegen Netzkabel, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Da ist also noch, das haben sie gesehen, ne? Ja, genau. Schon 6 Jahre her, ja. Aber ich habe es gesehen, als aktuell war. Als es rauskam, habe ich es gesehen. Ist das die Konsole? Das sind 2 Konsolen. Aber eine Sega-Konsole habe ich nicht gesehen. Da hatten sie gesagt, dass sie eine Stromkarte noch... Also aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Ich kann es jetzt nicht, ich weiß es nicht, ob es hier mit drin ist. Also wir haben es reingeschmissen, ich habe, also absolut. Das ist wie gesagt kein Beinbruch.
Ahnung, was das hier einfach sind, ne? Kopfhörer, brauchen Sie die? Kein Beinbruch. Das Videospiel. Technisch. Dann können Sie ruhig draußen gehen. Ja. Hier sind auch Kopfhörer. Ja, da ist das vom nämlich vom Boah, geil. Die Kiste fehlt noch, und zwar die Playstation-Spiele. Die sind doch hier. Die sind doch unter. Also ich habe hier zumindest vorhin gerade ein paar gesehen, oder? Ein paar, das sind 50 ja. gewesen oder was weiß ich was. Ja, dann gucken wir gleich nochmal. Das ist eine ganze Kiste noch. Oh, das hört man aber auch gerne. Selbstverständlich habe ich diese ominöse PS1-Kiste auch noch gefunden. Okay. Die will natürlich PS3. Jetzt mal geguckt haben. Die PS3-Spiele standen nicht zum Verkauf. Das war von vornherein abgesprochen, hatte kein Problem damit. Scheiß auf PS3. Will ich natürlich auch, aber ja. Suchen Sie sich das aus, was Sie behalten wollen. Ich, um Gottes Willen. Natürlich. Ja, die sind auch noch sealed. Hätte er damals noch VGA geschickt, wow. Die zweite Konsole ist unten drin. Ja, eine Sega vermisse ich zwar immer noch, ist aber nicht weiter tragisch. Vielleicht ist sie auch noch irgendwo in... So, Preis jetzt, komm. Ja. Aber ich weiß nicht, was sie ist. Ich muss sie Ihnen ja gerne mitgeben. So, dann sagen Sie jetzt einfach mal was. Ah, ah. Selbst bei 800, also ich sag euch was, hätten wir da gestanden. Eigentlich ist ja meine Freundin diejenige, die auch immer gerne nochmal reinhaut in die Wunde sozusagen. Aber bei 800 hätte meine Perle hier gesagt, gib mir das Ding, wir hauen ab. Das glaube ich. Ich glaube das. Also, ich wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß ja, dass ich auch runter, ich gehe hoch und dann irgendwie... Ja, das ist jetzt so Trödeldruck-mäßig, aber 800 ist mir viel zu viel. Ja. Aber wenn Sie sehen, was das an natürlich, Spielen ist, natürlich, das ist, das ist halt original verpackt. Natürlich, wird. Natürlich. Also ganz... Ich will Sie jetzt auch nicht so, wie nennt man das? Die Sache nicht so schlecht machen, das ist es ja nicht. Aber 800 ist halt zu viel, wirklich viel zu viel für mich. Dann ist es raus damit, denn ich bin auch nicht irgendwo... Ja. Wir müssen uns irgendwo treffen. Ja. 400. Ich hätte jetzt 400 gesagt. Also ich wollte erstmal mit 150 ansetzen. Mit 150 überlegen wir was am Sonntag für die zwei Konsolen und für die paar... Ja, ne? Klar. Also 150 mit Sicherheit nicht. Ja, okay. Also das geht natürlich gar nicht. Ne? Ja. Oder sowas noch. Da sind ja wirklich noch zu Spiele mit bei. Ne? Ja. Das ist ja keine Ramschwarm. Nein, natürlich. Dann gucken Sie sich mal das hier an. Ja, was hier runter ist, was hier an. Nur weil Sie spielen, nur in unserer Kiste sind. Ne? Sind auch die ganzen Klamotten gesehen. Du hättest 600 gesagt, was hättet ihr gesagt? 150 ist ein harter Hustle, ey. Zu. 600, 600, 500, 550. Ja, aber guck, ihr hättet auch alle verhandelt. Ja, ich hätte auch gehandelt. Also ich hätte gesagt 400. Das ist keine gebrauchten Klamotten, wenn Sie einen Programm haben. Doppelt können Sie die auch verkaufen, ne? Die sind wirklich auch 90 Euro, da kriegen Sie immer was von dafür, ne? Das ist ja nicht so, dass es hier... Nein. Das ist das, was ich meinte, ich möchte das nicht schlecht sehen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier sind allein schon 10 Euro noch eingepackt. Das Ding ist halt, er weiß halt ganz genau, dass er die Möglichkeit hat, jetzt zu verhandeln. Also ich glaube, wären das jetzt Flohmarktaufnahmen gewesen, hätte er auch 800 bezahlt. Er kann sich halt erlauben, jetzt noch zu verhandeln, weil er ist da bei ihr im Keller und da guckt keiner zu und so weiter und so fort. Außer wir jetzt. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Er hat halt keinen Druck von außen. Ne? Hier geht's noch weiter. Hier auch. Das ist also... Ich hatte 150 gesagt, Sie hatten 800 gesagt. Dann haben Sie 500 gesagt. Ja. Dann sage ich 200. Es geht nicht, dass Sie 50 Euro hochgehen, hier 300 runter. Also das geht ja nur gar nicht. Also 200 Euro im Leben mit Sicherheit nicht. Gut. Oder Sie müssen sich halt was rausholen. Also 200 Euro ist mir definitiv. Für das Ganze ist es ja ein... Dann machen wir das mal so. Dieses Trödeltrupp hin und her brauchen wir nicht. Dann sagen Sie einfach, hören Sie zu, darunter will ich... 400, Feierabend. 400 ist Feierabend. Also weiter geht nicht runter. Weil ich auch weiß, was da drin steckt. Hm. Ich meine, das darf man nicht mehr sehen. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie die Konsolen haben. Ich weiß, dass Sie in gutem Zustand sind. Ja. Und wie gesagt, diese Menge von Spielen und auch diese Gameboy-Spiele, diese kleinen Klamotten, diese zwei Gameboys mit dabei, diese Controller, was da mit dabei ist. Ne? Mhm. Hier ist ja jede Menge Konsolen. Hier alleine ist das, der DS ist hier noch drin. Es sind alleine 7 oder 8 Spiele noch, die mit drin sind. Ne? Das allein hat ja eigentlich schon, wenn ich das jetzt hier... Meinst du 10.000 Euro wert? Ich denke mehr. Mit heutigen Preisen verglichen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das Sealed ist, aber ich denke mehr. Dann verkaufen wir vielleicht, alleine diese Kette. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ja. Weil ich habe da keinen Bock drauf, willst auch nicht, bin ja froh, wenn ich so ganz loswerde, ja, ist auch klar, ne? Aber unter Preis natürlich 150 oder 200 bin ich also nicht. Ist auch vollkommen, hätte ich auch nicht gemacht, bin ich ehrlich. Also absolut nicht, ich weiß, was da für Spiele mit bei sind. Ich sag mal so. Jedes Spiel über, weiß nicht, 120, 130 damals. Ich sag's mal so, ich hätte von Anfang an auch um den Dreh auch gegeben. Ich muss aber natürlich auch erstmal gucken, klar. Ne? Also 400 ist auch in Ordnung.
Ich gebe ihm diese 400 Euro. Da brauchen wir auch nicht... Ja, 20.000 ist schon... Hm? Hätte man die jetzt graden lassen und so. Länger drüber diskutieren, das ist auch vollkommen ein super Preis. Ja, das finde ich auch. Also man soll das verderschlecken. Ja, weil der dann sagt, Mensch, stellst du da und da eine Rechnung, sag ich, nein, ich will das nicht. Ne? Ja. Ich will das auch mal los, weil ich möchte auch wissen, in welche Hände das kommt und. Ja. Ne? Also 400 ist vollkommen okay, das machen wir. Okay, jetzt müssen wir mal ein Auto draußen? Oder? Ja, ich hab ein Auto dabei. Mit dem PS1 spielen. Ah, jetzt gucken wir mal. So, wir haben Little Big Adventure, Baphomets Fluch, Final Fantasy 7 in der Erstauflage. Nice. Lomax. Boah. Azure Dreams. Rayman. Der Preis ist schon hart dreist. Nee, würde ich nicht sagen. Warum denn dreist? Die haben doch verhandelt. Sie hat doch gesagt, sag was. Also, wenn du dann direkt sagst, ich gebe dir 1000 Euro, ist halt deine Entscheidung, ne? Ich finde das nicht dreist. Er ist auch kein dreister Mensch. Also, da muss ich ihn auch in Schutz nehmen. Wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt und ich habe ihn jetzt nicht als dreist empfunden. Aber so ist das nun mal. Der eine Mensch handelt halt sehr gerne, der andere handelt zum Beispiel gar nicht gerne. Mir wird ja auch immer gesagt so, ja, wie soll ich sagen, ich handle sehr krass so, aber naja, ich bin mit einem libanesischen Vater aufgewachsen, zum Teil. Der hat mir das halt auch zum Teil mitgegeben, hat mich mitgenommen, als er die Autos gekauft hat, verhandelt hat, wie auch immer. Da habe ich das halt dann schon irgendwie inhaliert. Deswegen finde ich das okay. In meiner Welt ist das vollkommen okay und ich finde das auch nicht dreist oder respektlos oder sowas. Ich finde, jeder sollte da den Preis einsetzen, den er ausgeben möchte, und wenn er den dann halt nicht bekommt, dann bekriegt er ihn nicht. Es könnte ja auch sein, dass die Frau sagt, nee, jetzt gar nicht mehr, ich bin jetzt pisst. Das hätte ihm natürlich das Genick gebrochen. Es war nicht so und deswegen hat er Glück gehabt in dem Sinne. Also das andere ist, glaube ich, alles nur Neid dann. Geiles Ding. Herbst Adventure, nicht zu verwechseln mit dem Disney-Herkules-Spiel, das ist ein ganz anderes. Also, das Tolle ist auch, dass mir mehr als die Hälfte sogar fast alles fehlt, selbst. Floating Runner. Hab ich noch nie gesehen. Diablo. Das hab ich noch nie gesehen. Diablo, geil, klar. Suikoden. Suikoden, krasses Game. Klonoa. Hammer. Bundle Hearts. Oder Wendell Hearts. Geht. Blaze and Blade. Geiles Game. Blazing Dragons. Castlevania, das suche ich noch, Mann. Ich liebe dieses Spiel. Wenn du das siehst, hast du es noch? Verkaufst du es mir? Handeln ist halt Trumpf. Ja, eben. Also so ist das. Warum sollte man auch Geld verschenken? Ja, du, ich sehe das immer so. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auf dem letzten Flohmarkt auch eine Gruppierung. Ich glaube, das waren Polen oder sowas. Also es waren Leute, die so einen kleinen Stand vor ihrem Wagen da hatten. Und da habe ich auch nicht mehr gehandelt. Ja? Bei manchen Leuten handle ich gerne und da drücke ich auch runter und meine Perle auch und so weiter und so fort. Aber manchmal, wenn ich merke, okay, denen geht es dabei nicht gut, dann lasse ich es auch. Ja? Also ein geht es dabei nicht gut ist was anderes als sie ist aggressiv oder dreist oder ist unfreundlich auf meinen Handel bezogen oder so. Das ist was anderes. Aber ich meine, wenn ich merke, dass die Menschen damit cool sind und nur sauer sind, dann ist das was anderes, als wenn ich merke, die Leute brauchen jetzt unbedingt das Geld und deswegen ziehe ich das in den Keller. Versteht ihr, was ich meine? Handeln ist subjektiv, würde ich sagen, und von daher soll jeder das machen, was er möchte. Ich finde das halt hier an dieser Stelle legitim. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie sortiert oder sonst was. Es sind wirklich Sachen, die so dabei waren. Wild Arms, Legacy of Kain, Blood Omen Legacy of Kain, der erste. Medieval, Death Trap Dungeon. Und ich will nur einen Gameboy finden. Ja. Ja. Mal sehen, ob man selber nochmal sowas findet. Breath of Fire 3. Das war ein Stapel. Weiter geht's. Hot Wheels. Gran Turismo 2. MTV Sports Snowboarding. Mobile One Rally Championship. Autobahnraser. Morgum 2. Definitiv ein Highlight. Chronicles of the Sword. Müs 1. Tomb Raider 2. Exhumed. Klasse Shooter. Jetzt rede ich schon wieder was dazwischen. Ribbon. The Sacred Mist. Baphomets Fluch 2. Krank. Kann man so durchlaufen lassen. Gesehen. Entertaint mich einfach generell, übel. Die sehen echt neuwertig aus. Und die 3D-Brille ist noch nicht mal genutzt. Das ist der Wahnsinn. Ark of Time. Wie gesagt, er hat auch nicht alles behalten, sondern er hat viel abgegeben und verschenkt. Was würdest du zahlen für ein Castlevania? Hab eins hier, ach. Behalt das mal.
Beziehungsweise verkaufe es lieber bei eBay. Ich zahle generell nicht so viel. Weil ich kenne halt den Flohmarkt und die Preise und bin da auch anderes gewohnt. Ich suche auch noch einen Gameboy für 30 bis 35 Euro. Viel Erfolg! Alundra, hier ist nämlich das andere Herkules-Spiel, was ich vorhin meinte. Das Disney-Herkules, was von der Qualität her auch super ist. Magic the Gathering. Rapid Reload hat mich auch sehr gefreut. Habe ich auch schon länger danach gesucht. Ist so eine Art Gunstar Heroes. Geil. Und Overboard. So, das waren die Sachen. Overboard langweilig. Hier war noch was, was mit beim Flohmarkt war. Und zwar so ein Gameboy-Hülle mit der Anleitung. So, dann wie gesagt hieß es, wir haben zu Hause noch ein paar Sachen. Da ist ein Spiel drin mit Schreck, The Circle und TV-Kabel. Schreck! Ja, er hat Schreck, Leute! PS2 sind demselben. Dann haben wir hier DS-Spiele. Dragon Quest, die Chronik der Erkorenen. Boah, was war denn das? Die Chronik der Erkorenen habe ich noch nie gehört. Ich habe auch ein geiles Dragon Quest hier. Ach, nee, doch. Ja, nee, Hüter des Himmels halt. Ich habe das mit dem Dings verwechselt, hier mit dem Fire Emblem. Das habe ich mal für einen Zehner vom Flohmarkt geholt. Das ist schon lange her. Das hatte ich jetzt verwechselt. Ich dachte, das wäre das Shadow Dragon. Naja, weiter geht's. Und Final Fantasy 12. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Es ist ziemlich durcheinander auch. Also es ist nicht sortiert nach Konsolen und so weiter und so fort. Anno 1701. Hotel Dusk Room 215 oder 250. Ist so, nix. Dann haben wir hier Anleitungen. Children of Mana für den DS. Tetris-Anleitung für den DS. Das skippe ich mal. In so einer Hülle. Vielleicht ist die Originalhülle noch irgendwo dazu. Noch eingeschweißt. Was ist das? Das ist nicht. Ohne Scheiße. Sorry. Okay. Shadow Hearts from the New World. Neu. Poh. Das ist noch eingeschweißt. Ich fass es nicht. Ohne Scheiße. Also. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Oh. Okay. Okay. Controller für die PS1 bzw. PS2. Incantation für den Super Nintendo komplett in einem neuwertigen Zustand. Das es ist in Folie, ist es noch neu, ich weiß. Das habe ich auch mal ganz, ganz günstig gefunden. Ganz, ganz günstig. 5 Euro umgerechnet. Dragon Quest 5 ist mega teuer. Ist nicht. Das habe ich hier. Mein Gott. Entschuldigt bitte, falls ich jetzt ein bisschen durchdrehe. Was ist los? Castlevania Legends für den Game Boy. Original verpackt. Boah, wie die Zustände aber auch sind. Zustand. Wie geil, oder? Wow. Weiter geht's. Wir sind noch lange nicht am Ende. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Final Fantasy Crystal Chronicles für den GameCube. Komplett. Das geht. Das geht so. What? Das ist noch verpackt. Also, es ist noch nicht... Kennt ihr diese Karstadt-Ziegel? Boah. Die sind noch zu. Die sind auf beiden Seiten zu. Ey, wer hat die denn noch zu? Das Ding ist noch ausgepackt worden. Wer hat die denn noch zu? Oh. Okay, weiter geht's. Fangen wir mit dem an. Die Terranigma Big Box. Also ich sag mal so viel, die Zustände sind alle neuwertig. Das ist nicht zu glauben. Also, okay. Ist echt geiler Zustand. Hm? Lufia Big Box. Illusion of Time Big Box. Ihr könnt euch schon denken, wohin das hinführt. Lilith Wars, Big Box. Gleich so ein Gold-Zelda. Secret of Mana, Big Box. Mystic Quest, Big Box. War ein Metroid auch dabei? Secret of Evermore, Big Box. Super Metroid, ah, da. Big Box. Aber used. Das ist auf jeden Fall used. Okay. Dann kommen wieder ein paar DS-Spiele. Dragon Master. Ich will einmal gerade gucken, wie viel Views. 8000 Views! 8000 Views. Oh Mann. Oh Mann. So wenig. Tracks. Sarah, das Schloss des Gwor. Das habe ich noch nie gehört. Kennt ihr das? Sarah? Okay. Zero, ja. Ich hoffe, dass das nicht den Rahmen sprengt. Final Fantasy Echoes of Time. Freshly Picked Tingles Rosie Ruppeland für den DS. Castlevania Dawn of Sorrow für den DS.
Also Reselling-Porn ja, aber auch für Sammler eine nice Geschichte, würde ich sagen. Ich greife jetzt einfach nur noch rein. Lost Magic, Crystal, Gameboy, durchsichtiges Dingens. Ich muss noch ein bisschen schneller machen. Sword of Mana für den Gameboy Advance. Breath of Fire 2 für den Gameboy Advance. Leider ein bisschen lediert, aber das ist gerade meckern auf ultra hohem Niveau. Banjo-Kazooie in einem neuwertigen Zustand für den N64. The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ha, die zwei Games sind geil. Das sind wirklich zwei geile Games. Ages und Seasons habe ich damals so gesuchtet, Mann. Ich habe... Welches habe ich da? Ich glaube, ich habe das rote hier. Hier, Mann. Das war so geil. Und ich hatte damals das rote und mein Kollege hatte das blaue. Nee, umgekehrt. Ich glaube, ich hatte das blaue und er das rote. Aber das war auf jeden Fall ein geiles Game. Das solltest du zocken, wenn du einen Zelda zockst. Hat mir übelst Bock gemacht. Nein, ebenso ist das, ne? Aber man lässt ja heutzutage auch Sachen liegen. Aber in dem Sinne nur, wenn man Geld hat irgendwie. Wenn man dann nicht zukommt oder whatever. Ich weiß nicht, warum die Frau das irgendwie liegen lassen hat. Das ist so komisch. Für den Game Boy Color ist das Spiel drin. Vielefants Gaming, ja, ist okay. Ich kann dir denken, dass da in den Kartons irgendwo noch lose Module drin sind. Und wenn nicht, ist das auch egal, ehrlich gesagt. Weil die Spiele lose zu kriegen, ist nicht so das Problem. Kingdom Hearts Chain of Memories für den Game Boy Advance. Stichprobenartig mal reingucken, ist auch nicht drin. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die Titel hier noch irgendwo rumgeistern in den Kartons. Weil ich da auch gerade schon ein loses Game Boy Modul gesehen habe. Final Fantasy 5 Advance. Boah, geil. Schlank bleiben, erfolgreich schlank bleiben. Oh, nice. Ey, Leute, ich merke gerade, wie ich einfach... Ich kann nicht drauf warten, bis er was Nächstes zeigt. Ich bin so ungeduldig, ey. Diese ganze Gesellschaft und Generation hat mich so ungeduldig gemacht. Hier ist Children of Mana. Da hat man doch hier irgendwo die Anleitung zu. Wenn ich mich täusche. Egal. Irgendwo war das. Children of Mana. Golden Sun für den GBA. Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Oh, mit Karten? Ach du grüne Neune. Dragon Quest, die Hand der Himmelsbraut für den DS. Yu-Gi-Oh! Immer reingucken, ob die Karten dabei sind. Ob das jetzt das PlayStation 2 Game ist, PlayStation 1 Game. Ne? Es sind immer Karten dabei gewesen und wenn die dabei sind, sehr nice. Eine PSP. Scheint nur die OP zu sein. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das Gerät noch irgendwo in den Karton ist, wie gesagt. Wir gucken weiter. Ciao, ihr Dogs. Ja, komm. So, es hört nie auf. Donkey Kong für den Game Boy Classic in einem neuwertigen Zustand. Harvest Moon Friends of Mineral Town für den GBA. Harvest Moon für den... Ist Harvest Moon jetzt eigentlich explodiert? Harvest Moon sage ich schon. Animal Crossing? Wisst ihr das? Sind die Preise jetzt schön in die Höhe geschossen? Ja, ich glaube schon, ne? Super Nintendo. Pokémon für den Game Boy Color. Advanced Wars für den GBA, mit einem schönen GameStop-Sticker. Das habe ich sealed. Ach, hier haben wir zum Beispiel schon mal ein Spiel, Children of Mana. Das können wir mal gleich einsetzen hier. Brauchst du nachher nicht zu suchen, klar. Orcs and Elves für den Nintendo DS. Harvest Moon Anleitung. Oh mein Gott. Professor Layton und die Schatulle der Pandora für den Nintendo DS. Warum habe ich gerade oh mein Gott gesagt? Und zwar ist das Luigi's Mansion für den GameCube neu. Oh, VGA bitte. Es ist noch neu. Also, okay. Oh Gott. Das wäre heute bestimmt 2 Tauis wert. Oh. Die Mumie für den GBA. Die haben wir Mystic Quest. Wird von der Big Box sein. Eine OVP vom Game Boy Color. Ist keiner drin. Und noch eine. 2 OVPs vom Game Boy Color. Ich habe hier keinen Platz mehr. Next 2 in OVP. Super Mario Sunshine. Noch verschweißt. Oh. Für die PlayStation 2 Heaven Call of the King. Verschweißt. Legend of Zelda, die Classic-Serie. Bibi und Tina. Hallo Mario. Oh, alter Schwede. Abenteuer auf dem Reiterhof. Sealed. Legend of Katia für die PlayStation 1. Sealed. Oh, sealed. 100 Euro, 100 Mark hat das gekostet. Final Fantasy 3 Lösungsbuch. Final Fantasy 8 Lösungsbuch. Boah, 3? Spot Ghost Hollywood für Mega Drive. Spot Ghost Hollywood für den Mega Drive.
Wir haben fast den ersten Karton von 3 durch. Pokémon Rot, Game Boy, Bendy für den Game Boy Color, Final Fantasy Tactics Advance für den GBA, PS2 Black Book Compact. Darktology Nelo Aegis Mansion neu 200 bis 300 Euro. Aber eine 95er Wertung, beziehungsweise die höchste Wertung dann, VGA. Wird wohl von so einer keine 300 Euro sein. Breath of Fire Dragon Quarter, Handbuch. Legend of Zelda Majora's Mask, Anleitung. Shady hat 400 Euro bezahlt. Star Ocean Anleitung für den Game Boy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Darkstone Anleitung. Golden Sun Anleitung. Fantasy Ring of Fates für den DS. Deal or No Deal für den DS. Muss ich ihn umpacken, sonst habe ich keinen Platz mehr. Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs an. Karton rüber. Ein PlayStation Mauspad. Hä? Geil. Arcade Games PlayStation 2, 12. Eine PlayStation CD-Tasche, eine Originale. Das ist. Playmobil Interactive Hype Time Quest für den Game Boy Color. Master 7. Hat auf jeden Fall einen Mega Drive-Anschluss oder Master System-Anschluss, ich weiß es nicht. Hier sogar auch noch, also die PlayStation 1. Mal stehen, mal reingucken, ist sogar alles komplett. Geiles Game. Peter Pan Rückkehr nach Nimmerland, noch original verschweißt. Ah, was haben wir hier noch? Ein DS-Spiel original verschweißt, 42 Spiele-Klassiker für den Color. Clay Kong, Zeitschrift, irgendwie. Eine Pokémon-Anleitung. Eine leere CD. Ich glaube, dieses. Oh mein Gott, werdet ihr heute noch öfter hören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pokémon Rot hatten wir vorhin lose hier. Aber auch geil, dass er so eine Art Reaction-Video gemacht hat, ohne dass er wusste, dass er ein Reaction-Video macht, weil er guckt es ja auch zum ersten Mal gemeinsam mit der Cam an. Das ist die OVP. Ne? PowerStation-Zeitschrift. Drain Slayer für den Game Boy Classic. Krass. Demo-CDs für die PlayStation. Für die PlayStation 2 iToy Play. Ja, Entschuldigung. Nichts, kaputt, alles gut. Ein USB-Kabel. Weiter geht's. PSP, Eragon. Breath of Fire 3. Oh. Dann haben wir hier einige Zeitschriften. Kill Ninja, Premium Manager, irgendwelche für die PlayStation 2. Anleitungen für den Zelda. Mylan's Secret Castle. Landstalker. Light Crusader, Mega Drive-Anleitung. Super, diese, was dabei war. Mystery Mansion, das Haus der verlorenen Seelen für den Saturn, die Anleitung. Oh. Jeder hat Pokémon-Spiele in OVP mittlerweile. Er ist aufgeregt wie ein kleines Kind. Das ist herzerwärmend. Ja, ist so, ne? Finde ich auch. Sega Saturn, Backup Memory in OVP. Es würde mich nicht wundern, wenn es noch neu ist. Bei dem Paket wundert mich gar nicht. Stalker. Die haben Plastikteil. Den Game Boy. Banjo-Kazooie für die N64 in einem neuwertigen Zustand. Dann haben wir hier einen Game Boy Color. Mit Kabellage dran. Ach, da ist Legend of Zelda Oracle of Ages noch drin. So. Macht ihr das ganze Paket heute, Neva? Boostern. Eine Rechnung von. Für Weihnachten gewesen sein. 95 für die Super Nintendo. Okay, weiter geht's. Zwei Teile, okay. Quirk, Game Boy. Shadow Gate Classic, Game Boy. Wario Land, aber die japanische Version von Wario Land. Blues Brothers, Donkey Kong, Leerhülle. Breath of Fire, Anleitung für die PlayStation. PlayStation. Musst du erstmal 3 Tage sortieren, wenn du damit fertig bist, oder? Ist die Adapter. Ein Game Genie für den Game Boy in OVP. Ein Game Genie für den Game Boy in OVP. Cool. Power Station Zeitschrift. Zeitschriften hier. Big N. Sicherheit. Habe ich auch noch sealed. Tales of Symphonia. Ich weiß nicht. Ich mach mal kurz einen Cut, damit ich ein bisschen Platz schaffe. Dann geht's gleich weiter. Oh man, krass. Heftig. Allein was er jetzt dafür bekommen würde. Boah, keine Ahnung, Mann. Sind schon einige Euros, vielleicht 5k oder so. Der kriegt nie wieder Adrenalinkicks auf dem Flohmarkt. Ja, es ist so, ne? Es ist echt so, Mann. Krass. So, gute Nacht, viel Spaß noch. Habe dir auf jeden Fall bei Insta geschrieben. Alles klar, Sabrina, super, danke dir. Das ist einfach der heftigste Flohmarkt von der deutschen Geschichte, oder? Ja. Teil 2 direkt hinterher schauen. Mir egal, können wir machen. Will nicht, dass das Video 5 Stunden geht, weil es immer noch so viel ist.
Prehistoric Man für den Gameboy komplett. Nein, Gold hat den Zustand. Legend of Zelda für den Gameboy. Oh, in Gold. Ach, geil. Für den Gameboy. The Page Master für den Gameboy. Ey, Page Master war so geil, oder Leute? Also der Film alleine war krass. Schätzungsweise zu ein paar Saturn-Titeln. Wie es aussieht. Ja. Jewels of the Oracle für den Saturn. Dark Sylvia für den Saturn. Virtual Highlight für den Saturn. Mystery Mansion für den Saturn, da hatten wir gerade die Anleitung. Oh, was für Games. Drin. Nicht drin, aber draußen gehabt vorhin. Da spielt es auch drin. Discworld 2. Story of Thor 2. Hexen. Oh. Shining the Holy Ark für den Saturn. Aber wisst ihr, was komisch ist, Freunde? Diese Frau hat ein... Also, es kann doch nicht sein, dass sie nur gute Spiele hat. Da war jetzt vielleicht mal eine Mumie dazwischen oder so, aber das sind ja fast nur gute Spiele. Guck dir mal die Sega-Spiele an. Krass. Shining Wisdom für den Saturn. Holy Magic Century für den N64. Super Mario 64. Also gegen die anderen Titel ist Super Mario 64 ja eine Lachnummer. Sag mal, das hatten wir doch gerade. Nochmal Incantation für den Super Nintendo. Ist ja nicht so, dass es kein teurer Titel ist, den man doppelt haben muss. What? Wenn's mir Start. Lufia, The Legend Returns für den Game Boy Color. Zelda. Heftig. Pumukins Abenteuer für den Game Boy Color. Zelda Oracle of Ages hat man vorhin in den Game Boy drin. Harry Potter. Harry Potter für die PSP, noch verschweißt. Haben wir Landstalker. Nochmal. Hatten wir das nicht schon? Ich weiß es nicht. Sonic. Wisst ihr, es würde mich jetzt nicht mal mehr wundern, wenn da irgendwie noch ein Mega Man Wily Wars oder sowas auftauchen würde. Es würde mich nicht mehr wundern. Ganz, also bin ich ehrlich, es würde mich nicht mehr wundern. Night Crusader. Story of Thor. Vor allem wieso doppelt? Ich glaube, das war so ein Mensch, der die Sachen einfach gehortet hat. Kann das sein? Das könnte ich mir fast vorstellen. Ich denke, die hat das von ihrem Sohn oder so, der Sammler war und der eventuell verstorben ist. Das ist Sammlerware. Boah, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ciao, Atze. Rocket Knight Adventures. Mega Games 1. Soli. Stapel ist schon unterm Tisch auch noch. Orcs and Elves für den DS. Hat man, glaube ich, auch schon. The Spiderwick. Wild und frei. Okay, was? Fluch der Karibik 2. Und warum habe ich hier gerade einen abgelacht? Das war aber vor Freude. Es ist komplett. Suikoden 2 für die PlayStation. Heftig. Also nebenbei. 380 verschiedene vista-taugliche Solitärpatienzen. Ja. Vor allem, Leute, er wird sich bestimmt selber ärgern, weil die Preise der Spiele halt so in die Decke geschossen sind. Damals, also wie gesagt, vor 6 Jahren, war der ganze Stuff schon was wert, aber nicht so wie heute. Also krass, echt. Also wert bis jetzt, boah, kann man schlecht einschätzen. Lass uns mal zum Schluss gucken. Ja, das Ding hier. Interessant. Puzzle Quest. Ciao, Julius. Arthur und die Minimoys. Conker's Pocket Tales. The Adventure of Link. NES Classics. Noch verschweißt. The Lost Vikings 2 für den Super Nintendo. In einem neuwertigen Komplettzustand, hoffe ich zumindest. Ich guck mal kurz rein. Ja. Das ist unglaublich. Donkey Kong Country 3. Tim. Der Sonnentempel. Tim und Struppi. Das Dschungelbuch. Pokémon Silberne Edition. Ja, Capolista 10K würde ich jetzt auch schon so langsam. Harvest Moon in einem neuwertigen Zustand. Super Adventure Island 2. Casper in einem neuwertigen Zustand. Prince of Persia 2 in einem neuwertigen Zustand. Zelda Minish Cap für den Advance. Morgen 2 verschweißt. Lemony Snicket Rätsel auf der Ereignisse für den GBA. Tales of Phantasia für den Game Boy Advance. Krank. Shadowgate Classic hat man, glaube ich, vorhin das Modul. Shining Force, Auferstehung des schwarzen Drachen für den GBA. Mania. Castlevania für den GBA. What the? Entschuldigung. Legend of the River King für den Game Boy Color. Bei mir sind so Titel dabei, ganz ehrlich. Die hatte ich so nicht auf dem Schirm. Krass. Tabanuga für den Game Boy Color. Quest for Camelot für den Game Boy Color. Tiny Toons Game Boy.
Cullen's Crown für den Game Boy Advance. Bob Tye, The Sun is in Your Hand für den GBA. Holy Magic Century für den Color. Guckt euch die Zustände an, Mann. Das Holy Magic hier, boah, krass. Ja, solche Videos kann man sich geben, klar. Stranded Kids für den Game Boy Color. Echo the Dolphin für die Mega-CD. Ach, der ist noch verschweißt. Ach so, deswegen kann ich den nicht öffnen, weil er noch neu ist. Spirit für den GBA. Jetzt wird er aber langsam dekadent, der junge Mann, was? Adventure Island. Adventure Island für den Game Boy. Dragonheart für den Game Boy. Dragonheart. Hab ich noch nie gesehen. Für den Game Boy Color. Dragonheart hab ich noch nie gesehen. Donkey Kong Land 3 für den Game Boy. Casper für den Game Boy. Hercules für den Game Boy. Ja, das muss gekauft sein und direkt weggepackt. Cutthroat Island für den Game Boy. Mickey's Dangerous Chase für den Game Boy. Pokémon Gelb. Harry Potter. Ja, das ist ja schon fast langweilig in einzelne Module. So, das. Jetzt kommt Karton Nummer 3. Das ist schwer. Eine N64. Die Konsole habe ich da in den Tüten. Da ist eine N64 und eine Super Nintendo. Die brauche ich jetzt nicht holen, wie das aussieht. Ich gucke jetzt einfach mal rein, weil es hört sich nicht so an, als ob da die N64-Konsole drin ist. Wie gesagt, die habe ich da nämlich schon in der Tüte. Ich würde das auch mal aufmachen. Wenn ich es aufkriegen sollte. So. Ich mache einfach kommentarlos weiter. Might and Magic 2 für den Super Nintendo komplett in einem neuwertigen Zustand. Boah! Was haben wir hier? Incredible Crash Dummies. NBA Jam. Ja. Hier geht Platz weg. Ja, Platz aus. Asterix in einem neuwertigen Zustand. Warlock. Heftig. Lord of the Rings für den Super Nintendo. Geiles Game. Wing Commander. Scheint kein Spiel. Nein, ist kein Spiel drin. Man merkt es immer ein bisschen am Gewicht. Aber ist bestimmt noch irgendwo da. Super Nintendo Wing Commander. Haben wir hier ein paar. Ah ja. Club Nintendo Best of Zeitschrift. Und ein Top-Secret-Nintendo-Lösungshilfe. Auch cool. Dieses Top-Secret-Boot, das findet man öfter auf dem Flohmarkt. Habt ihr das auch schon mal gefunden? Ah ja, Tim in Tibet für den Super Nintendo. Legend of Zelda in einem neuwertigen Zustand. Legend of the Mystical Ninja für den Super Nintendo. What? Soul Blazer. Soul Blazer. Shadowrun für den Super Nintendo. Oh, Shadowrun hatte ich mal. Das habe ich mal verkauft, weil ich Geld brauchte. Das hätte ich eigentlich ganz gerne mal wieder, ey. Geiles Game. Ich mag das Setting. Ich mag so diese Cyberpunk-Geschichten. Ups. Controller. Skipad. OVP. Oh, das findet man auch selten. Super großen Boost. Ein paar Anleitungen. Super Mario All-Stars. World Cup US. Ich verspreche es euch, wir sind bald durch. Hoffe ich zumindest. Eine PS1. Sogar noch die mit dem besseren Sound. Wir hatten eben Soul Blazer, lose. Warum nehmen wir dann nicht einfach die OVP dazu? Nee, Tim, ist, oder? Ist das glaube ich ja, nicht, dass man ihn trotzdem hätte anzeigen können. Mhm. Ah ja, ach schaut mal hier, das sind die ganzen DS-Spiele. Und der DS. Also ich weiß es nicht. Frage in die Runde. Könnte die den nicht theoretisch anzeigen, wenn die erfahren hätte, dass es doch wertvoll ist? Da gab es doch mal so einen Fall im Fernsehen mit einer Figur vom Flohmarkt. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich bin auch kein Anwalt. S. Das würde ich mir auch. Das magische Labyrinth für den DS. Mhm. Final Fantasy Ring of Fates für den DS. Schon zum dritten Mal. Das Beste der Welt für den DS. Final Fantasy 4 für den DS. Final Fantasy 1 und 2 Dawn of Souls für den GBA. Schreck der dritte. Hatten wir in dem GBA drin, genau. Schreck. Ach, hier sind noch ganz viele PlayStation 1 Titel. Ist auch drin. Jade Cocoon. Eine Erstauflage, nicht diese komische. Boah, geiles Game. Das war ein geiles Game. PlayStation 1. Pandemonium auch geiles Game. Monopoly. Wo das Spiel nicht ist. Scheißegal. Legend of Dragoon. Hat man vorhin die Anleitung. Da die Spiele. Allein das kostet ja schon 150. 1, 2, 3 und 4. Ist drin. Legend of Legaia. Wandle Hearts erneut. Warum hat man das doppelt? Wieso hat die denn so viele Games? Vor allem, die sind so oft Sealed. Guck mal, schon wieder. Stellt euch vor, der hätte diese ganzen Sealed-Games nach VGA geschickt. Heutzutage. Stellt euch das mal vor alleine. Was das für ein Cash wäre. Ey, da hätte er allein 5K gemacht. Locker. Mit diesen Titeln. Sealed. Sealed. Tomb Raider. Sealed. Atlantis. Sealed. Kudelka. Hatten wir gerade. Und erneut Final Fantasy 1 und 2 für den GBA. Dawn of Souls. Krass. Push to Talk. Ey.
Alco für die PlayStation 2, noch verschweißt. Sealed, krass. Krakengard für die PlayStation 2, verschweißt. Auch krass. Harvest Moon für den GameCube. Soul Calibur 2 für den GameCube, verschweißt. Ah, Twilight of the Spirits für die PlayStation 2. Tag 2, verschweißt. Maximo für die PlayStation 2. Muss wieder ein bisschen was ich auch verschieben. Stellt euch mal vor, die Dame hätte das Zeug mit auf den Flohmarkt genommen und dann hätte es angefangen zu regnen, weil keiner da gewesen war, der sich dafür interessiert hat. Und auf einmal wäre alles gefadet und nass geworden und niemand hat es gekriegt. Ist nicht mehr so viel, versprochen. Evil Twin, die PS2. Champions of Norad, sealed. Jo, gespiegelt. Kaspar, sealed. Drakan's Ancients Gate, die PlayStation 2. Bachomets Fluch, noch sealed. Baldur's Gate Dark Alliance 2, für die PlayStation 2. Gauntlet Legends für die PS1. Krass. Spyro, sealed. Spyro auch sealed, ja. Ach, hier haben wir Monopoly. Schau mal einen an. Hier ist echt nichts verloren gegangen. Dann haben wir hier, was ist das? Darkstone für die PlayStation. Dann der Schatzplanet. Ey. Dann Shadow Hearts Covenant, sealed. Krass. Primal für die PS2, sealed. Ey, da... UEFA Striker für die PS1. Dragon Baylor für die PS1. Manche Games kommen so billig rüber, obwohl sie gar nicht billig sind, aber im Gegensatz zu den anderen Games sind die halt echt langweilig. Star Ocean hat man, glaube ich, auch die Anleitung schon gehabt. PS1. Final Fantasy Anthology. Stellt euch vor, ihr findet so ein Star Ocean auf dem Flohmarkt, okay? Wie geil ist das denn? Aber so ein Star Ocean neben diesen ganzen anderen Games ist hier echt lächerlich. Das ist schon crazy. Für die PS1. Gex, Deep Cover Gecko für die PS1. Und Spyro 2 für die PS1. Discworld für die PS1. Tunguska für die PS1. Fighting Force 2 für die... Fighting Force, sehr geiles Game. Vor allem Fighting Force 1, aber ich glaube, das habe ich auch auf den Videoaufnahmen gesehen. Discworld habe ich noch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Und alle sagen immer, Discworld, geil. PS1. Ein Game Boy Color mit Super Mario Land drin. Grandia für die PS1. Mega Man Legends für die PS1. Aber komm, Mega Man muss nochmal dabei sein. Ein Game Boy Classic. Kommt noch Mega Man hier. Dann haben wir hier für die PlayStation 2 Barbarian's Blade Khan, sealed. EverQuest Online, sealed. Boah. Dark Chronicle, sealed. Kingdom Hearts für die PS2. Final Fantasy 1 und 2, Anleitung. Hype of the Time Quest für die PS2 und Rayman Revolution für die PS2. GTA 3 für die PS2. FIFA 2002 für die PS2. Jade Cocoon 2 für die PS2. Tempark World. Gothic 3! Gothic 3 für den PC. Oh, oh, da ist was verirrt. Final Fantasy 12. Ich hätte sie direkt angerufen, ey, haben sie noch was für einen PC? Ich hatte hier ein PC-Spiel dazwischen. Kann ich noch mal kommen? Ich hätte sowieso nicht ruhig schlafen können, weil es hätte ja sein können, dass er nicht alles mitgenommen hat. Stell dir vor, sie hatte noch so einen Karton und den hat sie dann vergessen und weggeschmissen oder auf dem Flohmarkt verkauft. Aber das hat er bestimmt gemacht. Suikoden 4 für die PS. Der hat mal hart gebundelt, hat bestimmt deine Videos gesehen. Oh Mann, Mario ist auf jeden, Alter. Also der hat den ganzen Keller mitgenommen. Zu krass. 2, sealed. Final Fantasy 12, erneut. Ne, Final Fantasy 10, 2 wahrscheinlich. Legend of, was? Legend, The Legend of Excalibur für die PS2. Yu-Gi-Oh! Guck doch mal, ob die Karten da drin sind. Und Herr der Ringe. Mist. Bestimmt. Da haben wir Oddworld, Apes Exodus für die PS1, boah. Sealed. Sealed, nice. Yu-Gi-Oh! Forbid Memories für die PS1, sealed. Boah. Da sind die Karten drin. So, da braucht er nicht mehr gucken, weil das ist ja noch sealed. Dann ein Final Fantasy 4 Advance und ein Final Fantasy 6 Advance. Kaspar für die PS1. Habe ich noch nie gesehen. Fire Emblem für den GBA. Spyro für den GBA. Der Polar Express für den GBA. Okay. Metroid Fusion für den GBA, sealed. Boah. Golden Sun. King Kong. Ein paar PSP-Spiele haben wir noch. Tales of Eternia. Untold Legends of... Was? Untold Legends The Warrior's Code, sealed. Was sind das denn? Nochmal Untold Legends Brotherhood of the Blade für die PSP. Ah, nicht fallen. Nein, nein. Medieval für die PSP. Final Fantasy 10. Es gibt so schlechte Games für die PSP und er hat nur gute. Wie geht denn das? Oddworld habe ich ja auch noch in der Vitrine. Bei der PS1 waren auch Yu-Gi-Oh! Karten dabei, ja. Ja. Jetzt wollte ich mein Oddworld auch zeigen, aber es ist ja sowieso nicht sealed, ihr kennt es ja. Wenn sealed zum Standard wird, ja.
Spiel PS2? Genau so. Von vielen Spielen noch nie was gehört, ja. God of War für die PS2 sealed. Prism Schön. Chapter 1 The Dark Unicorn für die PS2. Dragon Quest. Rogue Galaxy sealed. Oh, Rogue Galaxy sealed. Wow. Rogue Galaxy ist ein richtig geiles Game. King Arthur sealed. Nochmal das Prism. Dann Bard's Tale, beides sealed. Nice, ey. Shadow of the Colossus für die PS2 in der Special Edition. Oh, schade. Wer das sealed, wäre auch krass. Sealed für die PS2. Soul Calibur 3 sealed für die PS2. Champions Return to Arms sealed. Dirk of Cerberus Final Fantasy 7 sealed. Eternal Ring. Bin ich noch zu sehen? Ja. Breath of Fire Dragon Quarter für die PS2. Und Evergrace für die PS2. Das war so schlecht, das Spiel. Evergrace. Abenteuer auf dem Reiterhof sealed für die PS2. Oh. Grandia 2. Jack 2. Final Fantasy 8 für die PS1. Final Fantasy 6 für die PS1 sealed. Wild Arms für die PS1. Mann, Mann, Mann. Temp Hospital für die PS1. Erneut Mega Man Legends für die PS1. Eldorado. Alundra 2. Vagrant Story. Ja, die letzten 10 Games waren schon 400 Euro. Das ist krank. Ich sitze hier seit einer halben Stunde und schüttel nur mit dem Kopf. Genau. Hand zu Fire Emblem. Ein PS2 Controller. Und Party Powerpack Musik. Howard Carpendale. Und Disco Schlager. Yes. Jetzt so. Oh, und ein Bravo, Bravo Hits 1. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ihr wollt bestimmt wissen, was ich dafür gezahlt habe. Ich habe für alles ca. 500 Euro gezahlt. Ist nicht wenig. Ach so, 400 ist nicht wenig. 400 Euro im Keller und dann nochmal den Aufpreis von den Flohmarktartikeln, die er davor auf dem Flohmarkt gefunden hat, richtig? Und original, Leute, ne? Ich weiß ja nicht, ob das nur ich... Also, wie soll ich das... Guck mal, er sitzt jetzt da und hat diese ganzen Sachen ausgepackt. Und ich glaube, er kriegt nicht genug. Weil wir Menschen sind so. Man will dann trotzdem noch mehr finden und leider kein Mega Man und kein Turtles in Time und so. Meint ihr, der hat so gedacht? Das könnte gut sein, oder? Viele Rollenspiele waren dabei, was dementsprechend nicht schlecht ist, aber... Ich wäre noch nicht satt, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin so. Aber verglichen mit dem, was drin ist, oder was ich jetzt hier alles habe für das Geld, ist das ein Witz? Ja. Ja, das war's. Mit meinem Mega-Jubiläumsfund, der wahrscheinlich nur einmal im Leben stattfinden wird. Ja. Ich werde jetzt meinen Puls messen. Tja. Ja. Er kann's auch noch nicht fassen. Es ist ja auch noch derselbe Tag. Ich find's cool, dass er es direkt mit aufgenommen hat. Danach zu meckern ist dekadent. Ja, Baby, du kennst mich doch. Ich krieg nie genug. Es sei denn, ich besinne mich dann auf das, was ich habe, dann habe ich genug. Aber in dem Moment kriege ich nie genug. Das ist... Und... Noch ein Pokémon Base erzielt und ich wäre zufrieden gewesen. Ciao. Mach noch einen kleinen Schwenker über die Sachen mit der Kamera. Damit man ungefähr das Ausmaß sehen kann, was da wirklich... Ich mag den Kerl. Ich mag den echt gerne. Ja, die PSP habe ich gar nicht mitbekommen. Ey, ich hätte an seiner Stelle so ein krankes Thumbnail gemacht. Hätte er damals ein richtiges Thumbnail gemacht, ne? Dann hätte das Video 2-3 Millionen Views, ey. Hier sind übrigens die erwähnten Konsolen, die N64 und ein Super Nintendo. Und dann noch diese komischen ASCII-Pads, wovon da halt eine OVP noch vorhanden ist. Und es hat alles angefangen mit einem Super Nintendo. Es hat alles angefangen mit einem Super Nintendo auf dem Flohmarkt stand. Wie krank ist das denn, Mann? Oh, haut rein, Jungs und Mädels, und bis zum nächsten Mal. Oh. Das müssen wir jetzt erstmal verdauen, würde ich sagen, oder? Erstmal einen Pop-Up-Store aufmachen. Nee, wie gesagt, ich weiß, dass er viel verschenkt hat und viel auch günstig verkauft hat und so weiter und so fort. Ich glaube, der hat davon nicht mehr so viel. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich weiß es nicht.